Wolfgang Zanger von der FPÖ ist der Nächste. Er kommt aus Großlobming im Murtal. Danke, Frau Präsidentin. Hohes Haus, geschätzte Bürger in diesem Land. Die Kleine Zeitung vom 8. Jänner 2023 zitiert den ehemaligen ÖVP-EU-Kommissar Franz Fischler wie folgt. Die ÖVP behauptet, kein Korruptionsproblem zu haben, weil ihre Interpretation von Korruption der allgemein geltenden Interpretation widerspricht. Damit ist eigentlich schon vieles gesagt und insofern auch eines dargestellt, dass die Bezeichnung dieses Untersuchungsausschusses, der nämlich korrekt heißt, ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, treffender kaum sein könnte. Fassen wir jetzt einmal grob zusammen, es wurde schon vieles im Detail berichtet. Die Umfragen, die Ministerien in Auftrag gegeben haben und gleich so gestrotzt haben vor Fragen zur Partei. Die Inserate, die durch politisch besetzte Kabinette, also ÖVP-geführte Kabinette, Aufträge vergeben hat, hauptsächlich auch an ÖVP-nahe Medien. Die Personalentscheidungen, wer ein braver Diener der Partei ist, erhält Spitzenpositionen. Und vor allem für mich eine der größten Ungerechtigkeiten, wo sich die Kollegin Herr jetzt schon auseinandergesetzt hat, damit sehr detailliert, die Steuerfragen nach dem Motto, die Reichen können es sich richten, indem man irgendeine Finanzbeamtin zur Leiterin eines Finanzamtes macht, erspart man sich Millionen an Steuer. Das ist nur in diesem Land möglich. Und selbst ein Sektionschef aus dem Finanzministerium hat bestätigt, dass es quasi nach dem Motto geht, quod licet Jovi, non licet Bobi, also was Jupiter erlaubt ist, ist dem Rindvieh nicht erlaubt. Der einfache Bürger wird von der ÖVP als Rindvieh gesehen und auch so behandelt. Eine Melkkuh der Nation war er schon immer. Aktuell als finanziell kastrierter Ochse aufgrund der Teuerung, gegen der ihr keine Maßnahmen trefft. Und in Zeiten, die von vielen Bürgern als Corona-Diktatur wahrgenommen wurde, hat der Bürger einen Strick um den Hals bekommen und wurde versucht, wie ein Kalb nach vorne zu zerren, nur in eine Richtung. Kollege Hanger, Kopf unterhängen sieht man alles an, das hat irgendwann einmal ein gescheiter Mann gesagt. Ich wünsche dir, dass du bald wieder aufrecht sehen kannst, alles andere wäre ungesund. Die Erkenntnis aus dem kleinen Untersuchungsausschuss der zu den Corona-Beschaffungsmaßnahmen seinerzeit war eindeutig. Die ÖVP ist die Corona-Korruptionspartei. Und die Erkenntnis aus dem jetzt debattierten ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss ist ebenso eindeutig. Wo ÖVP draufsteht, ist Korruption drinnen.